Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuschaut. Ich bin heute unterwegs zum Kaiser-Wilhelms-Denkmal, und zwar das in Porta Westfalica. Es liegt in der Nähe von Minden und wurde 1892 gebaut und 4 Jahre später eingeweiht. Wer sich die Informationstafeln durchlesen möchte, drückt einfach mal auf Pause. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Stollen, der sich unter dem Denkmal befand, gesprengt und dadurch ist ein Großteil der Terrasse abgebrochen. Erst 2015 wurde dieser dann aufwendig renoviert und im Zuge dessen kam dort unten ein Restaurant und ein Besucherzentrum rein. Und hier sieht man das Denkmal in seiner vollen Pracht. Gewaltig breite Treppenstufen führen hinauf. Und die gleich gezeigte Inschrift lautet: Wilhelm dem Großen, die Provinz Westfalen. Hier ist das Ganze in Miniatur zu bestaunen. Ein sehr großer Vorplatz, der im Sommer natürlich voller Besucher ist. Leider war die Sicht durch den Nebel nicht so schön heute. Ansonsten kann man hier sehr gut den Weserverlauf sehen. Ein toller Blick. Und auf geht es zum Denkmal. Hier oben gibt es einen sehr schönen Spielplatz und überall sieht man immer wieder Informationstafeln. So, die Gesellschaft, die mit dem Bus angekommen war, ist wieder weg, so dass ich jetzt fast alleine da war und ich konnte auch einmal meine Drohne starten lassen. Natürlich wollte ich mir auch einmal den Kaiser Wilhelm aus der Nähe betrachten.
Die Bronzefigur ist 7 Meter hoch, das gesamte Denkmal 88 Meter. Hier unten kann man jetzt sehr gut das Restaurant sehen, das barrierefrei erreichbar ist und richtig sehen kann man es eben nur per Drohne. Wer einmal ganz genau hinschaut, sieht auf der linken Seite viele Steigbügel und am Baldachin alte Treppenstufen, die schon damals dort gewesen sein müssen. Ganz oben eine Metalltür. Was sich dahinter verbirgt, habe ich leider nicht rausfinden können. Es bleibt ein Geheimnis. Ein kleiner Nachweis, dass ich auch selber dort gewesen bin. Was sich auf diesem Podest befunden hatte, das konnte ich leider auch nicht herausfinden. In den Sommermonaten werden hier sicherlich viele Kinder am Spielen sein.
Direkt neben dem Spielplatz befindet sich ein barrierefreier Weg. Keiner muss also hier die vielen Treppenstufen gehen. Auf der oberen Ebene stehen drei Ferngläser zur Verfügung. Und dann geht es auch wieder hinunter. Noch ein letzter Blick ins Tal hinein. Und dann geht es wieder Richtung Parkplatz. Und hier gibt es sogar einen kaiserlichen Imbiss. Hier sieht man den barrierefreien Aufgang, der direkt zum Denkmal führt. Direkt am Parkplatz gibt es sogar eine Ladestation für E-Bikes. Und damit endet auch unser Video mit ein paar schönen Bildern natürlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Spaß gemacht. Und hinterlasst gerne einen Kommentar, Daumen hoch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.